Während der Schlacht um Palrega kommen Ike und seine Mitstreiter zu einer grausamen Erkenntnis. Wo immer die Armee von Crimea marschiert, wird das Land zu einem Schlachtfeld. Die Schäden sind enorm. Der Krieg und die Flut nehmen der Bevölkerung die Heimat, den Lebensunterhalt und die Hoffnung. Die Bürger suchen Schutz und straucheln blindlings durch den Schnee. Für sie gibt es keinen Zweifel, dass Crimea der Invasor ist. Doch auch die Truppe aus Crimea hat eine Heimat, die sie retten muss. Sie konzentriert sich voll und ganz auf das hochgestreckte Ziel. Es bleibt keine Zeit, den unschuldigen Opfern des Krieges zu helfen. Es gibt nur einen Weg, den Zivilisten in Dahein zu helfen. Sie muss weiterziehen. Je schneller sie die Hauptstadt von Dahein, Nevassa, erreichen und den Krieg beenden, desto schneller ist es für alle. Ja. Willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Path of Radiance. In Kapitel 21, Land oder König. Bitte, wollt ihr etwa behaupten, seine Majestät sei noch nicht zurückgekehrt? Ja, Sir, wir haben viele Boten geschickt, aber wir haben noch gar keine offizielle Antwort. Die Armee von Crimea steht vor unserer Schwelle. Was denkt sich seine Hoheit nur? Wenn wir die Hauptstadt schützen wollen, benötigen wir einen Commander, der den vier Reitern gleichkommt. Nur für den Fall. Ich bin mir sicher, der König hat das bereits in Erwägung gezogen. Lady Anna, ich verstehe nicht, wie ihr so ruhig bleiben könnt. Deine Soldaten sind die ultimativen Elitekämpfer des Kontinents. Hinzu kommt, dass wir Crimea zahlenmäßig überlegen sind. Und doch marschiert sie geradewegs auf dem Wasser zu, die Hauptstadt von da ein. Sollte die Gefahr bestehen, dass sie in die Hände des Gegners fällt, so müssen wir alles tun, um dies zu verhindern. Ich will euch nicht zu nahe treten, Lady Anna. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ihr als General schon bereit für solch ein Kommando seid. Ich denke, ihr habt durchaus recht. Dodon, als euch das Kommando übergeben wurde, warum habt ihr es nicht mit Bestimmtheit abgelehnt? Glaubt ihr wirklich, das sei klug, General? Würdet ihr einen direkten Befehl des Königs ablehnen? Ich will euch berichten, was ich herausgefunden habe. Ich glaube nicht, dass der König sehr wütend sein wird, wenn wir es nicht schaffen, die Hauptstadt zu halten. Ashnard fühlt sich mit der Nation Dahein nicht sonderlich verbunden. Was redet ihr denn da? Versteht ihr, was genau ihr da gerade von euch gegeben habt? Ja, lächerlich. Kein einziger Monarch auf der Welt wäre nicht berührt, wenn er sein eigenes Land verliert. Solch eine groteske Äußerung entzieht sich meinem Verständnis. General Kasatai, verschließt eure Augen nicht von der Realität. Realität? Was für eine Realität? Was für Realität, Brett? Genau. Diese sogenannte Realität besteht ausschließlich aus euren Vermutungen. Dann sagt mir, warum hat der König so plötzlich die Invasion von Crimea angeordnet? Weil als Sanktion, weil die Nation sich mit diesen üblen und heimtückischen Halbmenschen verbündet hat. Oberflächlich betrachtet mag es tatsächlich so erscheinen. Und kommt euch das nicht seltsam vor? Wenn es richtige Sanktionen wären, wäre es nötig gewesen, zuerst mit Benion zu sprechen. Benion hat die Oberhoheit und Crimea ist Benion zur Rechenschaft verpflichtet. Wir benötigen das Einverständnis Benions, um offiziell eine Kriegserklärung aussprechen zu können. Dahein hat dieses Protokoll missachtet und wir wurden in den Augen unserer Nachbarn zu geächtet. Wir sind nach allen Seiten hin und offen für Angriffe. Nicht nur, dass der König all dies missachtet hat. Er ist außerdem ohne vorherige Warnung in das Land eingefallen. Das war die schlechteste aller Strategien. Nachdem der König von Crimea durch die Stärke seines Heeres erobert hatte, besetzte er das Schloss und richtete es sich als Residenz ein. Nun nutzt er es als Sprungbrett, um in Gallia einzufallen. Das bedeutet, dass der König niemals an Sanktionen dachte oder daran, Crimea zu besiegen. Wenn Ashnard gegen Gallia zieht, liegt es auf der Hand, dass auch Phönikis, Kilvas und Goldoa sich dem Konflikt beteiligen. Wenn das passiert, wird Benion sich eher mit Dahein verbünden als mit den Halbmenschen. Und jetzt schaut, wohin es sich führt. Ein Kontinent, der sich im Krieg befindet. Ist das nicht das, was der König sich wünscht? Wenn man genau darüber nachdenkt, ergeben eure Worte Sinn.
Aber die Bürger von Crimea müssten geopfert werden, um dieses Ziel zu erreichen. Das wäre doch einfach Wahnsinn. Lass uns zum offensichtlichen Thema zurückkehren. Der König hat sich ein neues Schloss zugelegt und ich denke, er sieht hier jedes Land, das er besetzt, als seinem Königreich zugehörig an. Daein und sein Volk stehen bereits hinter ihm. Er braucht nicht zurückzuschauen. Blödsinn. Wenn der König wünscht, über die ganze Welt zu herrschen, würde er die größtmögliche militärische Stärke verlangen. Wissentlich auch nur einen kleinen Teil der Stärke, die er momentan besitzt, zu opfern, wäre absolut dumm. Das spielt keine Rolle. Wichtiger ist, dass wir die Chancen erkennen, die sich Daein dadurch bietet. Wir müssen Crimea hier aufhalten. Wenn wir dem König nicht zeigen, was wir wert sind, ist das unser Untergang. Wir können uns keine Fehler mehr leisten. Das ist kompletter Irrsinn. Wir werden keine Verstärkung erhalten. Wir dürfen uns nicht zurückhalten. Das ist unsere letzte Chance zu überleben. Ich kann nicht. Warum? Seid stark. Denkt daran, dass der König uns mit allem ausgestattet hat. Vor allem mit Kapital, und zwar reichlich. Und noch etwas anderem. Wir werden es einsetzen, um diesen Orkan zu überstehen. Doch um es verwenden zu können, brauche ich euch, General Kasatai. Eure Kooperation ist zwingend erforderlich. Wollt ihr gewinnen, müsst ihr mir vertrauen. Verstanden. In diesen Zeiten sollten wir uns an jede Hoffnung klammern. Nein, General Enna, ich vertraue euch. Das ist also die Hauptstadt von Daein, wie? Wenn wir König Arschner besiegen können, ist der Krieg vorbei. Ike, hier bist du. Was gibt es, Nasir? Bist du sicher, dass du genügend Soldaten hast, um die Hauptstadt zu belagern? Dein Gegner wird immerhin verrückter König Ashnard genannt. Wer weiß, welche Fallen er für uns aufgestellt hat. Er mag tatsächlich etwas geplant haben. Ich bin sicher, er hat bereits Berichte über unser Vorrücken erhalten. Und doch ist es hier so ruhig. Es scheint, als ob jeder Mann, der tauglich genug ist, zwangsverpflichtet wurde, während Frauen und Kinder evakuiert wurden. Wir sind keine Invasoren. Wir würden niemals Hand an die Zivilbevölkerung legen. Aber woher sollen sie es wissen? Aber sie wissen genau, was ihr Herr der Bevölkerung von Crimea angetan hat. Sie glauben bestimmt, sie würden dafür bestraft. Daher bin ich mir sicher, dass sie sehr vorsichtig sein werden. Was? Was ist mit dem Volk von Crimea passiert? Sicherlich waren es ausschließlich Soldaten, die gefangen genommen oder getötet wurden. Ihr habt wirklich keine Ahnung, wie man ein Land regiert. Wisst ihr, was passiert, wenn ein Land einen Krieg verliert? Alles ist zerstört. Häuser, Land, die Ernten, alles. Und die Einwohner, sie werden nicht wie Menschen behandelt. Crimea, besonders die sich in der Nähe der Hauptstadt befinden. Dort, wo die Präsenz Daeins am stärksten ist. Werden schlimmer als Halbmen, als Lagus behandelt. Warum sollten sie? Das ist schrecklich. Das Volk kennt sich hierhin aus. Deshalb bezahlen sie in Form und Steuern für ihren Schutz. Für die königlichen Hoheiten und den Adel, die das Volk beschützen. Gibt es keine größere Sünde, als im Krieg besiegt zu werden. Das ist der absolute Verrat am Vertrauen des Volkes. Ach, aber bei der Göttin, ich bin eine Närrin. Sound, das reicht. Prinzessin, mag sein, wie es ist. Die Mehrheit des Volkes möchte erleben, dass die königliche Familie ihre Macht zurückerhält. Sie glauben daran, dass ihr ihnen helfen werdet, ihr friedliches Leben zurückzuerhalten. Es wird Zeit für uns, Ashnard niederzuschicken und sein Heer von Crimeas Land zu vertreiben. Ihr seid die Einzige, die dies kann. Habt ihr es verstanden? Ja. Ich werde das Volk von Crimea retten. Das schwöre ich. Wie ich ja schon sagte, werde ich mich nicht abwenden. Sollten dort Fallen sein, so werden wir uns durchkämpfen. Dieser Krieg endet hier. Ja, ich bin dabei. Ich hoffe, es verläuft alles nach Plan. Ich werde mein Bestes dafür geben. Ike, ich würde gerne den Bericht. Okay, Bericht. Wir haben... Unser Held war... Frau Kalil und Neuzugang ist Frau Kalil. Cool. Geile Sache, wir können jetzt unsere Truppen aufbauen. Wo ist Mia?
Sie bekommt jetzt nur gebrauchte Schwerter. Alter, wie billig. So, what? Moment. Shit, sorry wegen der Maus. Mein Bildschirm ist gerade irgendwie ausgegangen. Kann passieren und so. Okay, okay, okay. Es reicht alles aus. Ich würde sagen, wir geben dem Oscar einfach mal das Bemängelte ab. Haben wir Lanzen? Oh ja, wir haben Lanzen. Aber das sind jetzt wertvolle Lanzen, ganz ehrlich, ich wäre für einen Handel. Waffenshop? Naja, eine Stahllanze. Und ich denke, so ein Langspeer kann auch noch gekauft werden. Okay, sie hat alles, was sie braucht. Er auch. Janov, genau. Okay. Ich denke, sie soll auch ein einfaches Feuer bekommen. So, annehmen. Elfenlicht, das ist viel zu OP. Handel. Waffenshop. Okay, okay. Sieht doch gut aus. Ja. Der hat auch genug Äxte. Die haben alle genug Waffen. Mhm. Well. Well done. Dann gehen wir mal zur Info. Okay, da gibt es nichts Besonderes. Nur die kleine besorgte Schwester. Dann drillen wir mal ein bisschen. Machen wir noch alle ja ein bisschen stärker. Die wird auf gar keinen Fall sterben. Das lassen wir nicht so. Okay, Sauron, das war schon was Beschissenes, aber doch nicht bei Alia. Hallo, die ist Ikes Schwester. Oh shit, da hat sie jetzt nichts bekommen, es hat gar nichts gebracht. Verdammt Gocke. Den machen wir auch noch auf 15. Ganz ehrlich, ich denke, Rice kann auch was bringen. Wenn er seine volle Stufe hat. Aber egal, wir lassen jetzt einfach mal so. Ja, passt eigentlich so, wie es jetzt gerade ist. Dann speichern wir mal ab. Und fangen hier mit diesem Battle an. General Ike, Sir, die Tore zum Schloss stehen offen. Das ist nicht gut. Was haben Sie vor? Das kann nur eine Falle sein. Das ist unerwartet. Uns quasi dazu aufzufordern, das Schloss einzunehmen, ist weit davon entfernt, Ihr Vorteil zu sein. Ich habe absolut keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Trotzdem werden wir uns nicht zurückziehen, richtig, Ike? Richtig. Da wir nicht einschätzen können, was Sie vorhaben, spielt es keine Rolle, wie wir weiter vorgehen. Wir kämpfen, während wir vordringen. Ausschwärmen. Und steht euch vor. Und seht euch vor. Oh ja, das scheint wohl ein starkes Bataillon zu sein. Feindliche Truppen sind im Schloss eingedrungen. Jetzt schon.
Sie sind wirklich sehr sorglos. Erwarten Sie keine Fallen? Ich kann nicht glauben, dass Sie so naiv sind. Crimea hört auf einen General namens Ike. Vielleicht folgt er ja nicht den normalen Abläufen. Vielleicht verlässt er sich nun mal auf seinen Instinkt. Ich weiß nicht, ob er mutig oder nur sorglos ist, aber es ist unglaublich. Egal, wir machen weiter wie geplant. Schließt das Tor und versperrt ihren Fluchtweg. Die Entscheidung wird hier fallen. Nun, dann ist es Zeit, dass ihr was sagt. Was dies etwas andere ist, von dem ihr gesprochen habt. Werdet ihr uns sagen, was seine Majestät für uns hat? Was könnte es uns ermöglichen, eine Armee mit einem Schlag zu vernichten? Sollten wir sie hier zusammentreiben können? General Kasatai, egal was ich euch zeigen werde, bekommt keinen Schock. Ihr müsst mir weiterhin vertrauen. Das schwöre ich. Bei meinem Namen als königlicher Ritter von daher, ich werde euch nicht verraten, General Anna. Ich danke euch. General Anna, ihr? General Kasatai, habt ihr euren Schwur schon vergessen? Egal was passiert, wir werden die Hauptstadt verteidigen, ja? Ja, natürlich, ich verstehe. Dies hat seine Majestät, warum er euch hier gelassen hat. Ja. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Ein legendärer Drache aus Goldoa ist auf unserer Seite. Das ist ein mächtiges Omen. Daran kann ich verlieren. Ja, wenn du meinst. Sir, die Tore haben sich hinter uns geschlossen. Passt auf. Wir sitzen in der Falle. Lauf, schneller. Angriff, wir werden angegriffen. Sie werden uns töten. Aufhören, alle Mann, beruhigt euch. Reißt euch zusammen. Ihr dürft nicht in Panik verfallen. Niemand wurde angegriffen. Ike, Titania, wo ist die Prinzessin? Mir geht es gut. Sie ist beim Transport. Sie passen alle sehr auf sie auf. Sound, ist dies die Falle des Gegners? Das könnte sein. Welchen Zweck erfüllt sie? Nun, offensichtlich haben sie nicht vor, unsere Truppen auseinanderzureißen, um dadurch unsere Stärke zu reduzieren. Wir sind schließlich alle zusammen hier. Was immer sie auch vorhaben, es scheint, als wollten sie, dass wir hier alle zusammen erleiden. Daher muss etwas besitzen, von dem sie überzeugt sind, dass es ihnen einen unschlagbaren Vorteil verschafft. So etwas wie eine ultimative Waffe. Sie sind sich also absolut sicher, dass sie gewinnen werden. König Ashna von Daein? Ihr werdet es noch bereuen, uns unterschätzt zu haben. Nun, wir müssen vorsichtig sein. Wir können es uns momentan nicht erlauben, die Prinzessin nicht zu beschützen. Wir sollten eine Elite-Truppe zusammenstellen und zum Thronsaal gehen. Wähle die Mitglieder dieses Teams mit Bedacht aus. Alles wird von ihnen abhängen. Verstanden. Also, wen nehmen wir jetzt so mit? Okay, Yanaf lassen wir mal. Obwohl Yanaf kann mitkommen. Passt. So, dann bin ich jetzt hier. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.